wir hier ein bisschen. Hallo Leute, Schwermetallisch hier. Ich sitze hier mit Hermann Frank. Hallo Hermann. Hi, wie geht's dir? Ja, mir geht's prima. Siehst doch gut aus, wunderbar. Ja, ich habe noch geduscht, mich rasiert, mich eingecremt, Ich bin komplett die schon mal Visage renoviert. auch alles gemacht. Ich muss mal eben noch Strom anhängen, jetzt, aber ich bin bereit, ich höre dich und alles ist gut. Das ist großartig. So muss das sein. So, wir beide schnacken hier, weil ja Two for Lai auf dem Weg ist. Mai am 21. Mai ist raus. 21. Mai, ganz ehrlich, das ist korrekt. Ich kann es kaum. Jawohl. Ich habe dich unterbrochen, sorry. Ich kann es kaum erwarten, dass das Album endlich rauskommt. Mittlerweile muss man ja so früh schon das Master abgeben und ich hatte meine Gitarren letzten Sommer fertig. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert. Das ist ja fast wie wenn ein Kind auf die Welt kommt. Ja, also das ist aber jetzt nicht das erste Mal, dass ich bei einem Interview mitkriege, dass jemand sagt, so, wir haben irgendwie in der Zeit, bis das Album rauskommt, haben wir schon ein zweites geschrieben. Das Problem ist mittlerweile, dass du in Deutschland, es gibt so wenig Presslager für Vinyl. Du musst, glaube ich, 4 Monate mittlerweile oder 4,5 Jahre teilweise schon vorher anmelden, dass du ein paar Platten pressen willst. Na, jetzt kannst du auch sagen, wann das Master weg war, ne? Also Ende Dezember war das schon längst da, oder Dezember. Ja gut, aber seit das wieder so im Kommen ist, beziehungsweise Vinyl ist ja nie richtig untergegangen, aber das ist ja so in den 2000er Jahren wieder richtig trendy geworden und kultig. Trendy, ja, aber leider sind also die Verkaufe, weil die Leute auch immer sagen, das ist die Rettung der Musikindustrie. Das stimmt leider nicht. Ah. Man verkauft, also ein Zwanzigstel der EPs, die sie früher verkauft hat. Aber ich finde es toll, dass sich die Leute wieder darauf besinnen, dass man Musik nicht nur über ein Cellphone oder wie sagt man, Handy anhört oder irgendwie kurz mal über YouTube, sondern dass sich die wirklich hinsetzen und einen Record Player anmachen. Und mit ihrem guten Stereo-System dann einfach das Ding anhören und es dann auch genießen und es zelebrieren dann auch. Das hat mehr wieder was von dem zu tun, wie früher mal Musik war und wie man Musik eigentlich anhören sollte. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch diese Kultur, die ja jetzt mittlerweile voll überhand genommen hat, dass die Leute sich einen Song anhören und dann sind die fertig mit der ganzen Nummer, ne? Immer diese Singles. Es ist wesentlich schneller und unpersönlicher und auch etwas unbedachter geworden. Ja, ich hatte das auch schon mal irgendwo so ein bisschen mit angesprochen. Ich finde, heutzutage hat man halt so ein bisschen das Gefühl, oder halt besonders wenn du dir die Popmusik anguckst, das sind ja keine, das sind auch Künstler, nicht alle von denen sind Künstler, ich sag mal, da sind auch welche dabei, die sind halt einfach nur stumpf Werbefläche. Aber dann hast du halt so Leute wie, was weiß ich, Lady Gaga, Justin Bieber oder so. Bleiben wir bei Lady Gaga, weil der weiß ich, die kann singen. Der kann auch singen. Ich mag den Buben nicht. Ja, aber also der hat schon was drauf, der Typ. Der ist nicht umsonst so bekannt. Ja, aber ich sag so mal im direkten Vergleich mit Lady Gaga, kackt ihr ab. Er macht eine andere Art von Musik. Also, da wollte ich halt drauf hinaus, weil früher waren es Bands, heute sind es Brands. Du hast halt so eine ja, Ikone irgendwie, die vorne steht. Hinten hast du irgendwie 40 Musiker, die sich den Arsch aufreißen. Und im Endeffekt kennt kein Mensch die Person, die da hinten irgendwie, was weiß ich, tanzen und Background singen und so weiter und so fort. Die Lady Gaga zum Beispiel ist ein extremes Beispiel. Das ganze Ding ist auf sie zurechtgeschnitzt. Auch bei Prince, kennst du irgendwie den Bassisten von Prince? Nee. Von Michael Jackson? Nee. Das ist Pop. Aber Slash hat tatsächlich mal bei, ich glaube, war das Dirty Diana war es, glaube ich. Da hat, glaube ich, Slash Gitarre gespielt für Michael Jackson. Das kann durchaus sein, ja. Und zumindest haben die, glaube ich, live mal irgendwie ein bisschen was Ja, miteinander laufen gehabt. da nimmt sich halt Michael Jackson so ein Highlighter. Ich meine, Guns N' Roses ist nicht ganz so unbekannt und Slash dann auch nicht. Ah.
das schon ein ganz gutes Promo-Highlight auch mal für die, oder für die Zuschauer, ein tolles Ding, wenn dann Slash einfach da mit Gitarre spielt. Ja, heutzutage hast du diese Kollaboration ja ganz häufig, ne, dass da irgendwie einen großen Rapper hast, der sich da irgendwie so einen Kleinen da irgendwie mit an die Seite nimmt, der ist dann irgendwie beim gleichen Label und soll ein bisschen gepusht werden und so weiter und so fort. Das gab's auch früher schon, das war halt nur anders, ne? Ja, aber das ist schon okay. Ich meine, hey, ich würde jetzt auch, wenn Julius Priest mich fragt, ob ich einen Song mitspiele, würde ich natürlich ja sagen. Endlich! Ja. Ich möchte einmal mit dem Song spielen, bitte. Kannst du das einrichten? Und wenn ich das einrichten könnte, ne, dann, oh mein Gott, das wäre so toll. Dann, aber dann würde ich hier wahrscheinlich auch in einem etwas größeren Arbeitszimmer sitzen. Ich mache dann auch so, dass du mal in der Tagesschau drankommst. Ich kann denen gerne mal eine Mail schreiben, die dann bei den Spam-Ordner landet. Die neue Platte, also erzähl doch mal, wie habt ihr die aufgenommen? Wie ist das, sag ich mal, jetzt im Jahr 2020 so gelaufen? Wie? Ein bisschen anders, als man erwartet oder als man sonst macht. Also man kann sehr schwer mit einer Band vorher üben. Gott sei Dank sind die Leute sehr erfahren, mit denen ich das mache. Mit Rick arbeite ich ja schon jetzt 8 Jahre zusammen, Mühle ist jetzt auch schon lange zusammen. Und Gott sei Dank, da muss ich sagen, finde ich das Internet wieder cool. Ja. Weil man doch Files oder sagen wir, Songideen gut hin und her schicken kann. So kann sich der andere gut vorbereiten. Und du kannst, so wie wir jetzt auch, über Video mit den Leuten sprechen. Oder weil es ist ja fast noch besser, als wenn man bloß telefoniert. Dann kannst du, und ich bereite die Songs, ich habe eigentlich wie immer die Songs relativ gut vorbereitet. Die kriegen von mir ein Demo und da ist schon relativ klar, wohin die Reise geht, was der Bass ungefähr, also nicht bloß ungefähr, sondern fast schon genau spielt. Und auch die Trommel, die programmiere ich jetzt halt fürs Demo nicht so, wie der Kevin das jetzt spielen konnte, weil der ist einfach viel besser und das wäre zu viel Energieverschwendung, wenn ich das versuchen würde, würde ich gar nicht hinbekommen. Und dann hat man da vorher zusammen so gearbeitet, bis es klar war, was auch die 10 Songs sind. Den Trommler Kevin Cott, der ist neu, den habe ich dann wir haben immer einzeln aufgenommen im Studio, vorher schön unsere Tests gemacht, bla bla, und zwischendurch immer noch einen Test. Und dann hat er seine Trommeln gespielt, zum einen Gitarren, die ich vorher allein im Studio für mich schon fertig habe. Danach können die Jungs dann ganz gut spielen. Dann kommt der Bassist, der Mühle, spielt auch sein Zeug alleine drauf. Nur mit Rick war es einfach diesmal anders. Ich bin sonst immer nach Schweden hochgeflogen oder gefahren, um eine Woche oder zwei mit ihm die Vocals aufzunehmen. Sie bis relativ genau durchzusprechen und durch aufzunehmen. Und er hat dann den letzten Schritt für sich alleine gern gemacht, weil dann auch völlig ohne Zwang, dann kann er so oft singen, wie er will, sitzt keiner daneben. Und wenn es am Dienstag nicht klappt, dann klappt es am Mittwoch. Ja. Wir haben da immer rechtzeitig auch angefangen, sodass er Zeit hatte. Diesmal musste das alles über Skype und Zoom und weiß der Kuckuck, was irgendwas hinbekommen. Aber es ging und am Schluss ist es dann immer, war es diesmal ein richtig duftes Erlebnis, als man das zusammen gehört hat beim Mischen. Fand ich, okay, es kann was werden draus. Da wurde auch nichts mehr geändert. Also das läuft dann so, dass jetzt jeder seinen Teil zu Hause für sich in seinem Heimstudio aufnimmt und dann spielt man sich die Sachen bei Skype oder Zoom irgendwie erstmal gegenseitig vor, oder? Genau, so werden erstmal die Songs, also wenn man sie durchspricht, dann wenn die von mir die Songs bekommen, dann gehe ich mit Mühle zum Beispiel die Basslines durch. Er sagt, ja, bei dem ist alles klar, bei dem verstehe ich nicht, was du meinst. Oder da würde ich doch jetzt nochmal, pass mal auf, also ich würde da jetzt das dazu spielen oder so. Genauso machst du das mit dem Gesang auch. Dann ist irgendwann der Text fertig, dann singt es Rick so lala-mäßig mal ein bisschen durchs Telefon vor. Dann sagt er, ja, könnte gehen oder lass uns mal da was ändern noch bei der Bridge. Das funktioniert von der reinen Rhythmik der Vocals einfach nicht mehr. Das ist immer das Schwierige beim Texten. Du kannst ja nicht irgendwas zusammenschreiben und dann kannst du es nicht singen in dem Rhythmus. Mhm. Oder in der Melodie. Oder dieses Wort kannst du nicht mit Power raushauen. Wenn du irgendwie, ich weiß nicht, wie heißt Ian Gillens neue Band, die er immer macht, Pentacular oder sowas ähnliches, wenn du das mit Power singen sollst, hast du keine Chance. Also kommst du dann auch auf Worte wie Hate oder Danger oder ja, was man gut betonen kann. Und so ist es eigentlich relativ
was du sonst face-to-face machst und das ganz schnell in einem Gespräch oder mit der Unterhaltung klar wird, musst du dann, dann rufst du um 4 an, ja, ich kann jetzt um 6. Dann ist der wieder um 6 da, dann geht das Internet wieder, dann bröckelt es wieder zusammen und das ist schon etwas schwieriger. Ich finde es besser, wenn man vorher mit den Leuten persönlich sowas erarbeiten kann, den Feinschliff. Und wie gesagt, ich hatte Herr Mühli dann bei mir, oder bei, im Horace in Hannover im Studio. Da kann man dann tauchen da schon noch so ein paar Kleinigkeiten auf, die man halt dann vor Ort sofort ändern kann. Und so gut sind die Leute, dass man sagt, was man aufmacht, spiel das einfach mal so. Dann hören die, machen die so, meinst du so, ja, und dann knallt die das auch dran. Beziehungsweise im Computer in dieser Tage. Und dann funktioniert es einigermaßen schon. Aber wie gesagt, ich hätte es lieber, wenn man vorher vielleicht mal so eine Woche zusammen proben kann, nicht sonst. Ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Aber unspannend klingt das nicht. Selbst das ganze Zusammenschrauben irgendwie übers Netz klingt irgendwie schon interessant, spannend. Es ist spannend. Jedes Album, wenn du ein neues Album machst, ist es total spannend. Weil, also als Produzent oder ich jetzt als Komponist habe irgendeine Vision und stelle mir vor, so möchte ich, dass das Ding rüberkommt und dass es klingt. Und dann ist es immer spannend, ob deine Erwartungen erfüllt werden oder ob sie meistens werden sie übertroffen, weil man dann wirklich anstatt dem Drumcomputer dann den echten Schlagzeuger hört und der knallt sowas von drauf und hängt da sich vorher rein und macht ganz andere Breaks und die High treibt auf einmal und die gibt Groove und dann kommt ein Crash und das macht viel mehr Spaß dann. Und auch Mühli spielt doch ein bisschen besser Bass als ich, muss ich zugeben. Ich gebe mir da immer nicht so ganz viel Mühe. Ich nehme immer einen Grund und bum, 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 bum. Und Mühli knallt da dann schon richtig rein mit dem richtigen Groove. Und sein Sound ist auch ganz anders. Der schlägt ganz anders an. Ist viel, viel cooler. Wie die Deutschen sagen, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Einfach ja. Mal so dabei sitzen und dann so mal so gucken und reinhören und so. Kannst du mal so einen Studio-Report machen, aber es dauert dann einfach nicht in 2 Tagen vorbei, ne? Ja, mein Gott. Energie, weil du brauchst ein paar Tage, bis du Schlagzeug drauf hast, bis du Bass drauf hast, bis du die Gitarren. Dann kommt Mike, der 2 Gitarrist, spielt da 3 Quietscher und baut seinen Rhythmus da ein. Das dauert. Wenn man so ein Album aufnimmt in der Form, wie ich es gemacht habe, bist du einfach ein paar Wochen dran, ganz locker. Ohne die Vorarbeit zu rechnen. Und die Vorarbeit dauert noch länger, bis du die Songs irgendwie in der Form hast, dass du sie aufnehmen willst. Da wird ja, aber ich denke, das ist schon super interessant, jetzt sag ich mal, wenn du irgendwie einen YouTube-Kanal oder so hast, wenn du dann sagst, irgendwie, pass mal auf, ich bin jetzt hier irgendwie mal bei einem Band-Meeting dabei von irgendeiner anderen großen Band, der Priest zum Beispiel, ne? Und dann können die halt da irgendwie mal reinhören, wie er da seine Sachen singt und wie da die Gitarre dazukommt, dann passt und alles. Aber es ist eigentlich bei jeder Band ungefähr immer das Gleiche. Ob es jetzt bei Judas Priest oder ich glaube sogar, haben nicht die, wie heißen sie, der Metallica sowas gemacht, so ähnliches, Entstehung von irgendeinem Album? Ja, da waren aber auch Sitzungen mit dem Psychologen dabei. Naja, den habe ich jetzt noch nicht gebraucht. Den kann ich mir nicht leisten. Den spiele ich dann immer für die anderen. Ja. Wenn Rick dann immer verzweifelt und sagt, ich kann das nicht, was willst du von mir? Und ich sage immer, man muss es dir glauben, wenn du singst. Ich frage, einfach so machen mich Sachen. Geheimnis wird beim Produzieren, dass man die Leute möglichst über den Punkt hinwegbringt, was sie eigentlich können. Dass sie wirklich in dem Moment, dass es ehrlich klingt und frisch und fast wie live auf Platte und nicht gewollt. Das ist ein bisschen die Kunst so. Was den Moment, den festzuhalten, der am besten ist. Oder wirklich in dem, wo man glaubt, dass der am besten ist. Du hast ja jetzt auch schon so einiges an Bands hinter dir. Ne? Hier hast mit Accept gespielt, Rudok. Jetzt abgesehen von meinem Songspiel mit Judas Priest, gibt es da noch irgendwelche großen Ziele für dich, die du noch nicht abgehakt hast? Ganz viele. Wie gesagt, ich möchte einmal bei Judas Priest einsteigen. Am besten nicht mehr aussteigen. Deswegen mache ich immer neue Platten, damit vielleicht irgendwann hoffe ich, dass Rob Halford oder irgendjemand von denen
einfach die Songs anhört und sagt, jawohl, der Typ kann bei uns spielen. Leider wird das im Traum bleiben, aber wer weiß, never say never. Es gibt einige Ziele, die ich noch habe. Ich würde gern, vielleicht ist das nächste Album, was ich mal mache, da ich jetzt wirklich mehr als schon 3 Jahre Musik mache und viele Bands gemacht habe, ich würde gern mal ein Album machen mit 14 Songs und 7 verschiedenen Sängern. Ja. Und dann sozusagen the best of, über Victory von Accept nach Hazard, nach Sinner, nach Moondog, von Panzer irgendeinen Song, von Hermann Frank 2 Songs, dass man so ein Album zusammenstellt, die Lieder vielleicht ein bisschen anders arrangiert, weil sonst ist es ja langweilig, und sie dann jeweils auch immer von dem anderen Sänger singen lässt. Da hätte das klingt super. Also ich glaube, das würden die Leute dir quasi aus der Hand reißen. Würdest du das dann einfach unter Hermann Frank veröffentlichen wollen? Oder? Ja, der Name ist immer schwierig. Am liebsten würde ich, ich weiß nicht, man legt sich wirklich mit dem Namen sehr fest. Ich habe mir damals auch immer überlegt, ob ich das ganze Ding unter Hermann Frank laufen lassen soll. Ich hätte auch The Flying Dragons auf der Lotusblüte machen können. Irgend so ein Schwachsinn. Dann hätten die Band Leute gesagt, ach, ist ja eine tolle Band. So ist es einfach, Hermann Frank ist auch im Prinzip nichts anderes als eine Band. Wenn ich sowas machen würde, würde ich sagen, thanks to my friends, die da mitmachen. Irgend so, ich weiß es nicht. Der Dave Grohl von Foo Fighters, der hat doch vor ein paar Jahren mal so ein ähnliches Ding gemacht. Probot hieß die Nummer. Da war auch Lemmy dabei von Motorhead und Kronos von Venom. Das ist cool. Und das war wirklich ein starkes Teil. Da war sogar Max Cavalera dabei und die Jungs von Voivod und so. Naja, vielleicht. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt. Wer weiß, wer mir da alles helfen würde. Fände ich klasse. Ja. Also. Ich denke, da finden sich eine Menge Leute. Das würde ich gerne, glaube ich, in den nächsten Jahren mal angreifen. Dann gibt es neben Hermann Frank, ich habe gestern angefangen, das neue Victory-Album abzumischen. Wir haben die Aufnahmen fertig. Das kommt auch Ende September, Anfang Oktober raus. Dann gibt es ein Projekt, was ich gerade in der Mache habe, mit einem Sänger, den ich seit 35 Jahren kenne und noch nie getroffen habe. Ja. Ehrlich, das gibt es. Aber darüber kann man dann irgendwann quatschen, wenn es spruchreif wird. Wir schicken uns jetzt gerade im Moment auch wieder nur leider via Internet irgendwelche Songideen zu. Da bin ich dran. Und so gibt es immer wieder ein paar Sachen, die ich mache. Ganz klar. Ja, noch nie getroffen, 35 Jahre. Da müsste er mit Briefkontakt angefangen haben. Nein, nicht so ganz. Wir haben immer nur gegenseitig von uns gehört. Wir haben sogar mal in der gleichen Band gespielt. Aber versetzt wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, gut. Ja, jetzt kannst du anfangen nachzudenken und recherchieren. Wenn wir ein paar Songs zusammenbekommen und es Sinn macht, sowas zu tun, dann wird man das ganz schnell erfahren. Du bist der Erste, der es erfährt. Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Mit so vielen Sängern. Frage zu machen. Und ich habe mir vorgenommen, solange es einigermaßen geht im Hirn, und das Hirn macht noch mit und die Finger auch, dann ich habe Spaß daran. Würdest du dann tatsächlich einfach ein komplett konzeptloses Album machen oder würdest du dann direkt sagen, komm, wir machen jetzt direkt eine Rockoper? Ich bin kein Konzeptmann. Also, glaube ich nicht. Das engt so sehr ein. Ich habe letztens, glaube ich, das komplizierteste Ding überhaupt gehört. Ich hatte ein Interview mit einer Rockband und die haben eine Storyline geschrieben. Das sind so totale Konzeptleute. Und die haben ein Buch geschrieben. Und dann haben sie das Buch vertextet praktisch und aus dem Buch dann irgendwie 2 Platten gemacht. Ist eine super Idee. Ist nicht mein Ding. Ist einfach mein Ding. Weil wenn ich Songs schreibe, dann versuche ich traditional-wise, weil ich ja schon aus einer anderen Zeit komme, mit dem catchy Riff da irgendwie auch zu punkten. Das sind meine Ansätze an Song, also die ich versuche dann irgendwie auf Platte zu bringen. Dass ein guter Hook da ist und wenn ich jetzt ein Konzept mache, um Gottes Willen. Oh, ich bin doch nicht im Club der toten Dichter. Könntest ja einfach ein Konzept machen, was relativ
Minecraft 1, 2, 3, 4, die Band spielt los, gibt Energie, volles Brett. Und wenn man Glück hat, hört die Band auch mit der Explosion am Schluss auf. Das finde ich cool. Und so sollte es live auch sein. 1, 2, 3, 4 anzählen und nicht nach links und rechts schauen, sondern einfach geradeaus. Ich finde, das langt für Musik erstmal. Ja, natürlich. Hammerfall hatten sich das vor ein paar Jahren mal, sag ich mal, konzeptmäßig ein bisschen einfach gemacht. So, die haben einfach ein Album gemacht über so eine Zombie-Apokalypse. Und ich sag mal, da brauchst du jetzt auch keine, da brauchst du auch keinen Shakespeare-Texten für. Ja, ich wollte jetzt ja nichts dazu sagen. Aber hey, vielleicht waren sie noch jung und brauchen das Geld. Ach, die machen irgendwie ihr Ding. Das ist, früher fand ich die ganz cool, dann fand ich die wieder nicht cool. Mittlerweile muss ich da, glaube ich, mal wieder reinhören. Mein Musikgeschmack hat sich in den letzten 10 Jahren so verändert, das ist ganz seltsam. Aber die Welt braucht keine Angst haben, ich werde kein Konzeptalbum machen. Ach, ich dachte, ich gab jetzt die Breaking News, dass du ein Musical machst. Leider nicht, ich muss dich nicht kommen. Es tut mir so leid. Mit Strumpfhosen. Mir genügt es voll auf, meine Musik so zu machen, wie ich sie eigentlich schon immer mache. Ja, ich meine, es gibt Leute, die machen irgendwie ein 3-Sterne-Menü mit Vorspeise und irgendwie pochiert und filetiert und hast du nicht gesehen. Und es gibt Leute, die machen sahnemäßiges Chili con Carne oder eine Currywurst. Also ich glaube, wenn man genau hinhört, hört man bei mir auch 3-Gänge-Menü. Ist es nicht so, dass es nur AE und Dora auf der Gitarre ist. Ich finde aber, Musik soll... Das beste Beispiel ist AC/DC. Ja. Die Leute denken, es ist so einfach sowas. Also wenn man das, viele sagen mal, ah, das ist ja bloß ein paar Akkorde. Das ist ganz schwer mit der Einfachheit etwas zu bewirken. Aber wenn man es schafft, mit einfachsten Mitteln etwas zu bewirken, dann ist die Wirkung riesengroß. Ja, das heißt ja auch, dass du von dem, was du da machst, halt die maximale Ahnung hast. Ja Gott, man lernt immer noch dazu. Ich würde jetzt ja nicht sagen, dass jemand die volle Ahnung hat. Das kann man in Musik oder in der Kunst eigentlich nie sagen. Hängt viel Fleiß wirklich auch dran und einfach Zähigkeit auch. Es gibt ganz viele Riffs, die schmeiße ich eine Woche wieder hin und her und lösche sie wieder und fange wieder von vorne an und den Song nochmal. Und ich glaube nicht, dass es die 10 Songs sind, die auf Platte sind, das sind die einzigen, die entstanden sind. Da hast du schon einfach ein paar mehr Ideen. Nur ich mache es mittlerweile so, wenn ich jetzt die 10 rausgebracht habe und die anderen 5 oder 6, die dann in der Mache waren oder in die engere Auswahl kamen, die lösche ich konsequent. Komplett. Ja. Es gibt keine Festplatte mehr, nichts mehr. Und weil ich mir denke, wenn du die Songs in 2 Jahren oder in 4 Jahren bei der nächsten oder übernächsten Platte noch immer im Hirn hast, dann waren sie gut, dann sind sie wert, aufgenommen zu werden. Ja, es ist ja auch so ein bisschen dieses Fett wegschneiden, ne? Bitte? Das ist ja auch so ein bisschen so dieses Fett wegschneiden. Ja, man versucht das natürlich irgendwie zu optimieren. Aber jeder schreibt seine Songs, wie er es halt gerade kann. Manchmal hat man Glück und es küsst dann die Muse. Ja, ich bin halt kein Mensch, der irgendwie komponieren kann. Ich war früher auch ein bisschen in Musik versucht, aber das hat einfach nicht sein sollen. Ja, aber ich meine, nur die Muse küssen tut es allein auch nicht. Wie gesagt, es gehört dann einfach auch das Durchhaltevermögen dazu, daraus irgendeinen Song zu machen. Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt diese ganze Corona-Nummer vorbei ist, was ist denn für dich so das Erste? Und egal wie groß oder wie klein, wo du richtig Bock drauf hast, was du dann als Erstes machst? Was ich als Erstes machen würde, meinst du musikalisch spielen oder irgendwas? Nein, jetzt auch als Mensch. Und sei es irgendwie eine Currywurst. Auf der rechten Straße sollten laufen, also wie es sich gehört. Und nicht jedem ausweichen müssen. Ja, einkaufen gehen ohne Maske zum Beispiel. Ne? Das ist dann, oh Gott. Die allgemeinen üblichen Dinge, die Menschen dann wieder gerne machen würden. Also einfach auch mal draußen sitzen oder irgendwo in einem Lokal sitzen, ganz klar. Aber wirklich auch wieder die Chance zu haben, egal ob im Club oder auf dem Festival, einfach wirklich zu spielen. Sich mit Leuten wieder zu treffen, zu unterhalten, die Fans Autogramm
zu geben und auszutauschen oder mit ihnen gemeinsam irgendwo, weil man ja vor keiner, in keiner Halle braucht man mehr rauchen. Und die Momente fand ich immer am geilsten, wenn man dann vor dem Konzert noch zwei Zigaretten rauchen wollte, dass man da vor der Halle steht und die sagen, ey, du spielst doch gleich. Ich sage, ja, aber ich muss vorher rauchen. Ja, so ist halt. Darauf würde ich mich freuen. Aber wir leben einfach in dieser Zeit und man muss das Beste draus machen. Und jammern hilft überhaupt nicht. Ja, das ist wahr. Viele Leute machen nichts anderes. Ich habe noch mal eine letzte Frage an dich für heute. Ja. Und die habe ich mir gerade ausgedacht, ganz frisch. Die ist noch glühend heiß. Und ich glaube, entweder ist die super einfach oder die ist super schwer. Was ist für dich das einflussreichste und beste Gitarrenriff, das du kennst? Na, da gibt es eine, Smoke on the Water. Ich meine, das ist ganz klar. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr prägnant, ja. Ja, ich meine, da gibt es schon zwei, drei mehr, aber das ist das Erste, was einem einfällt. Ganz klar. Also mir jetzt. Aber ich muss sagen. Danke von Ted Nugent, Catfish Fever. Oder ich könnte auch von Metallica die Riffs sagen. Oder von, ich weiß es nicht, selbst Eric Clapton hat irgendwelche einflussreichen Riffs. Oder von Pink Floyd, das Solo. Gibt es einige. Wenn man so anfängt nachzudenken, kommt man auf ganz viele. Von Höchstgen auf Stöckstgen. Oder Lemmy Kramitz. Ja, der hat mich irgendwie nie so gekriegt, aber Are You Gonna Go My Way hat wirklich einen ziemlichen Killerbums. Kann man so sagen. Also wenn man da drüber nachdenkt, fallen einem bestimmt 100 ein. Locker. Ich muss sagen, auch wenn das keine Metalband ist und es fast oder schon schambehaftet ist. Erstmal nur an Paranoid von Black Sabbath. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Der ist von den Ärzten. Ja. Der einzige Song von den Ärzten, wo ich wirklich sagen muss, das ist ein wirkliches Killer-Riff und es ist irgendwie beschämend, dass das nicht eine Metal-Band gespielt hat, ist von Unrockbar. Im Mittelteil kommt so eine ruhige Stelle und dann zockt der einen Riff und das ist eigentlich so mega fett. Ja. Also es gibt, darum sage ich, es gibt überall solche Riffs, manchmal versteckt oder ganz offensichtlich. Aber ich liebe es. Musik, die mit Riffs was zu tun haben, stehe ich drauf. Ja, auf jeden Fall. Nicht so diese. Es gibt mittlerweile oft ein paar Bands, auch so von dem, sagen wir, etwas moderneren, drei Akkorde auf der Gitarre, A, F, G, und der Keyboarder macht irgendwelche Tadeleien oben drüber. Wow. Ja. Das hat für mich jetzt. Das ist keine Riffmusik. Aber jeder macht so, wie er will. Ja, es gibt ja wirklich Musiker, die der Meinung sind, sie müssten um diese Strukturen irgendwie drumherum kommen. So, weißt du, ich habe keinen Bock, Riffs zu zocken, ich habe keinen Bock, Solos zu zocken. Und dann denke ich mir, kannst du so machen, ist dann halt scheiße. Ich habe keine Lust, Musik zu machen. Ich habe keine Lust zu üben. Super. Ich habe gestern habe ich eine Platte rezensiert von einer Band, von so einer Drone-Doom-Band. Und das ist wirklich, die haben, das hat sich angehört, als ob einer draußen auf maximaler Lautstärke Rasen mäht und drin mir jemand einen Zahnarztbohrer in die Backe hält. Gleichzeitig. Die Platte würde ich mir gerne anhören. Boah, und es war wirklich, ich kenne das ja vom Sludge-Doom, so dass du halt einen Riff, so einen Akkord hast und den verzerrst du und den hältst du so eine Minute lang. Kannst du machen, ist okay. Das hat mich früher total genervt, mittlerweile ist das okay. Aber Drone, das war so eintönig. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt hier mal kurz Pause machen, ich habe Kopfschmerzen gekriegt. Wow. Und das ist schon. War das ernst gemeint von dir? Das war deren Ernst, glaube ich, ja. Cool. Aber immerhin, er ist straight durchgezogen. Gut ab. Ja, und also. Warte mal. Habe ich morgen meine neue Platte fertig? Warte, es waren nur zwei Songs, ne? Also das kriegst du hin, auf jeden Fall. Ich schalte mal den Amp an, stecke das Kabel nicht rein, es brummt dann 4 Minuten. Geil. Ja, machst du noch ein Mikro an und hustest da zwei, dreimal rein, dann ist das sogar schon so 20% besser als das, was ich gestern gehört habe. Ja,
über gut oder besser, ich glaube, auf dem, da muss man drüber wegsehen. Es gibt verschiedenste Arten von Kunst. Es gab auch Yoko Ono. Aber die hat doch so eine schöne Singstimme. Aber eigentlich hätte da die Polizei kommen müssen, wenn man aber ganz ehrlich ist. Ja, also ich will jetzt nicht hier grausam klingen, aber es klingt ein bisschen, als ob man eine Katze anzündet. Die Kunst ist frei und jegliche Form von Darbietung ist erlaubt. Eigentlich fast sollte erlaubt sein. Solange es nicht gegen Gesetze verstößt oder gegen den guten Geschmack kann es ja durchaus verstoßen. Ja, ich sehe das dann halt so mit der Meinungsfreiheit. Ne? Jeder kann mir darbieten, was er möchte. Der muss aber damit rechnen, dass ich dann auch weggehe oder sage mal, fand ich nicht gut. Aber es ist wie wenn du in ein Museum gehst und dir Bilder anguckst. Dir gefallen manche gefallen dir nicht. Und du hast immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe es gesehen, gefällt mir nicht, schaue ich mir nicht nochmal an. Oder du bleibst stehen, wenn sie zum Beispiel in der Münchner Pinakothek hängen 1000 Bilder von Supermalern. Man läuft durch und plötzlich bleibst du stehen und denkst, Donnerwetter, das Ding hatte was. Das war Rubens. Der konnte mal. Also der hat doch immer wieder da ein paar Bilder, bei denen man stehen bleibt und dann doch ein gewisser Tiefgang da ist. Oder das spricht dich persönlich an. Das ist doch cool. Das ist das Gute an Musik. Ansonsten müssen wir alle nur Lady Gaga hören. Ja, das geht nicht. aber die macht aber auch wirklich coole Sachen, muss man auch sagen. Also ich finde, die Musik an sich, die spricht mich überhaupt nicht an. Aber ich kann halt, wenn ich mich hinsetze und mir das anhöre, ich registriere halt, dass die halt, dass das, was die macht, gut ist. Ja. In dem Feld, in dem sie arbeitet. Ja, da können wir jetzt als Künstler aufzählen, ein Helge Schneider kannst du ja auch nicht den ganzen Tag anhören. Ich finde den sau lustig, aber die Jazz-Klamotten von dem, also Jazz ist sowas, von mich irgendwie raus. Das nennt man Kunst. Ja. Also, Kunst ist grenzenlos, der menschliche Verstand nicht. Aussehen, Outfit, Styling ist alles grenzenlos. Jeder kann machen, was er will. Ja, manchmal ist es trotzdem grausig. Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Ah, ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, ich bin auch sehr in dieser ganzen Rock'n'Roll- und Metal-Geschichte festgefahren, dass ich irgendwie so von innen nach außen gucke und alles andere immer so, hä? Was hat der da an? Was soll das? Warum hat der keine Socken an in seinen Schuhen? Und warum hat der irgendwie dann das Hemd bis zum Bauchnabel runtergeknöpft? Warum laufen die Leute so rum? Jeder sein persönliches Erkennungsmerkmal oder sein persönliches Outfit einfach festlegt, oder? Das hat ja auch was mit dem Charakter zu tun. Es ist wie bei der Partnerwahl. Es gibt wie viele Milliarden mit Pärchen oder sonst was. Solange du mit deiner Partnerin glücklich bist, ist alles okay. Genauso ist es mit Musik oder mit Künstlern. Das ist wahr. Tja. Tiefgründiger Scheiß. Jetzt sind wir aber sehr philosophisch geworden, oder? Ja, zum Abschluss ist das immer gut, wenn man ein bisschen abschweift in die tiefsten Tiefen des Universums. Philosophie ist immer schön. Bei mir warten wahrscheinlich jetzt gleich die nächsten, die ich anklingeln muss. I'm so sorry. Wie gesagt, wenn Victoria kommt, ich denke, dass wir uns im August, September nochmal sprechen. Sehr gerne. Das wäre doch fein. Dann wünsche ich dir all deinen Zuhörern alles Beste, bleib gesund und hört mal ordentlich Hermann Funk. Wie heißt das neue Album? Weißt du es? Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. Aber ich hab's, weil ich schlau bin, habe ich es hier auf dem Bildschirm drauf. Two for Lie. Genau. Der 21. 21. Mai. Beide ich kann unter Druck nicht gut arbeiten. Aber ich hab's tatsächlich noch in meinem E-Mail-Eingang. Heißt, auch von mir wird da eine Rezension kommen. Das ist ja super. Das finde ich. Hat dir denn das Album überhaupt gefallen? Ich habe tatsächlich noch nicht reingehört. Du hast noch gar nicht reingehört? Doch, also ich habe ganz kurz reingehört. Das war so dieses, kurz reinhören. Okay, nehme ich. Du kennst das, manchmal hörst du rein und denkst, oh nee. Und bei euch war es jetzt halt, ich habe reingehört und dachte, ja, alles klar. Habe ich mir dann runtergeladen. Und
Ja, ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Wir dürfen ja die, wenn wir Reviews schreiben, wir dürfen die ja nicht einreichen bis 14 Tage vor Release. Ja, aber es ist Ne? verständlich. Ich weiß nicht, wer diese Regelung aufbringt, aber irgendwas wird dahinter stecken. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, manche Labels oder Künstler sagen, ey, hier, das war ein paar Tage zu früh raus, die Review, und dann gibt es da richtig Ärger manchmal. Und deswegen machen wir das halt ganz stumpf so. Ja, man muss sich dran halten. Es gibt halt, wahrscheinlich haben die da gewisse Erfahrungen mit. Es gibt ja nicht nur Leute wie dich, die gut drüber schreiben. Ja. Ich Telefon. mach das immer ganz clever. Ich suche mir halt die Sachen aus, von denen ich weiß, dass sie mir eh gefallen. Das sollte man sowieso machen. Ich meine, Ja. was bringt dir eine Rezension oder irgendein Interview mit irgendwelchen Leuten, auf die du überhaupt nicht stehst? Richtig, das ist eine Zeitverschwendung für den Musiker, der mir den Kram schickt. Ich Ja. helfe dem in keinster Weise. Ich push die Platte nicht, push die Band nicht. Das ist eine maximale Zeitverschwendung für alle Beteiligten. Ganz genau. So sehe ich das auch. Deswegen mache ich das nicht. So sehe ich das auch. Dennis, jetzt muss ich dich abwürgen. Alles klar, ich wünsche dir noch einen ganz zauberhaften Noch Abend. ein Wechsel. I wish you one. Hat Spaß gemacht. Bis dann, Jo, ciao. bis später. Bis dann. Ciao.